Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir sind in der dritten Folge, wo es um die Sphären gehen wird. Bin etwas überrascht, dass wir schon bei Tag 29 angekommen sind. Gefühlt ist das noch gar nicht so lange her, dass wir spielen. Aber gut, ich lasse das Spiel mal schon langsam weiterlaufen. Unser Erkunder ist noch offen. Ich mach's mal ein bisschen schneller. Ist noch auf dem Rückweg, dass er hier gleich Building a new erstmal home on an auf dem alien Sommer hin. world, that takes guts to say the least. So, oh, jemand ist enthusiast, okay. Schön. So, ja, wo parken wir hier und den Erkunder hier zum Foltern? Und der kann dann gleich weiter erforschen. Unser Transporter ist auf Mission. Wir haben, ich habe Pipe gerade leak auch schon mal kurz reported. geschaut. Wenn man das sieht hier, 75 Metalle, 22, 44. Also noch hier waren eigentlich noch ein paar, 32 Metalle, nochmal 2. Und hier wird auch noch einiges sein. Also Metalle sind wir dadurch erstmal ja, versorgt. Rohre. Welche Gebäude funktionieren deswegen jetzt nicht? Okay. Ach so, weil da kein Strom ankommt. Ja gut. Das können wir natürlich recht einfach verringern, dieses Problem, indem wir hier auch noch ein Kabel bauen, dass wir hier für eine leichte Redundanz sorgen. So, der Kunde. Fangen wir mal da an mit dem Auge. So, die tankt noch voll. Botaniker, ich überlege, ob das Sinn macht, hier jetzt schon die Arbeitskraft einzuschränken. Aber ich denke nicht, weil wir nach und nach weniger Leute Cable mit fault Spezialisierung reported. haben. Schon wieder ein Kabelfehler. Kabelfehler haben wir recht viele. Aber wir sind eigentlich überall auf einem guten Weg. Rakete. Sector scanned. Naja, wir können eigentlich noch warten, bis da ein paar Exportgüter mehr eingeladen sind. Wir haben ja noch eins auf jeden Fall. Ich weiß allerdings nicht, warum das jetzt nicht mit verladen wird. Naja, gut. Aber auch da sind wir ja nicht in Eile. Das können wir uns ja Zeit lassen. Ja, ich würde sagen, wir warten diese beiden hier noch ab. Und dann gucken wir mal unsere Forschungen durch, was wir da noch so haben, was wir ergänzen können, vielleicht austauschen können, weil irgendwas anderes jetzt mehr Sinn macht für uns. Immer noch nur 20 zwei Exportgüter geladen. Und jetzt das dritte. Ist sie noch hier? We've just confirmed the location of a metal-rich deposit. A drilling accident turned to our advantage. Oh, okay, Metallvorkommen entdeckt. Ich bin mal gespannt, was das für eins ist. 1000 sehr hoch, naja. Ist okay, können wir gebrauchen. Milestone achieved. Nahrung, wir haben unsere erste Nahrung produziert. Hey, Tag 30. Hat auch lange genug gedauert. Wieso hatten wir denn? Achso, wir hatten gerade zu wenig Strom. 88 Strombedarf haben wir schon. Wo kommt der denn her? Ui. Sector So, scanned. der drauf? Nee, doch nicht.
Ich hätte gedacht, dass der vielleicht noch ein bisschen Strom verbraucht. Aber nö. Scheiße. Vehicle battery low. Schafft er das? Ja, sollte er eigentlich. Sonst kommen wir mit dem Rover entgegen auf Rettungsmission. Anomaly analyzed. Zurück mit dir. There's more to the barren environs of the red planet than meets the. So, was haben wir denn da? Intelligente Häuser, das sind die mit viel oder verhältnismäßig viel Komfort, die allerdings auch 10 elektronische Geräte kosten. Sicherheitsoffiziere und Mediziner erhalten plus 10 Leistung. Gut, so, gucken wir nochmal eben, was wir jetzt hier ausgewählt haben. Die Vaporatoren lassen wir auf jeden Fall drin. Wohnorte mehr Komfort, ja, das ist auch gut. Allerdings. Ne, die Rover können ruhig zwischendurch Strom aufladen, das brauchen wir eigentlich noch nicht so dringend. Da wäre der Atomakkumulator durchaus sinnvoller. Ja, mal schauen. Je nachdem, was wir finden, machen wir das vielleicht mit rein. Wissenschaftler, nein. Mars-Universität ist gut, dass wir das schon auswählen können, aber das erforschen wir mal noch nicht. Kolonisten ohne Spezialisierung, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Das ist sehr gut. Apartments. Apartments ist natürlich schon, wobei die haben auch noch wieder weniger Komfort und kosten 10 Polymer. Auch die brauchen wir kurzfristig noch nicht. Was haben wir hier noch? Farmen erhöhen den Komfort aller Wohnräume innerhalb der Kuppel. Ja, das ist gut, weil wir eigentlich fast überall Farmen bauen werden. Aber wir machen erst den Durchbruch noch mit dazu. Wow, schon 3 Exportgüter geladen. Aber wir haben immer noch 1 in Reserve. Jetzt haben wir auch wieder einen höheren Stromüberschuss. Ich frage mich, wo der herkommt. Cable fault reported. Ja, es bringt uns nichts, unsere Rakete loszuschicken, darum lasse ich sie einfach noch hier. Überlege, was der nächste Schritt schon ist. Ob wir schon die nächste Anomaly found. Kuppel planen, aber ich würde. Ah, sehr schön. Müsste ja hier sein, genau. Das sind nur Forschungspunkte. Also in der Regel sind diese hier Forschungspunkte. Aber was heißt nur Forschungspunkte? Die sind ja sehr gut. Aber erstmal machen wir dieses hier in der Hoffnung, dass wir endlich mal den nächsten Durchbruch bekommen. Der sammelt fleißig ein. Wir sehen, wenn man das sieht, wir sind jetzt schon auf 173 Metalle hoch und wir bauen hier gar keine ab. Also, ja. Das hilft uns. Wir müssen allerdings auch hier jetzt mal ein weiteres Metalllager bauen. Oh ja, Brunnen macht vielleicht hier irgendwas anderes Sinn. Weizen wäre eigentlich gar nicht schlecht. Oder? Hat die gleiche Sauerstoffproduktion. Braucht nur 2 Tage für 17 Nahrung. Wenn man das hochrechnet, sind es 41, eins mehr.
Bei weniger Wasserverbrauch. Aber das machen wir erst, wenn wir 100 Bodenqualität erreicht haben. So, den einen hat er. Neue Technologien können erforscht werden. Das ist ja mal was ganz Logitechnik, hilfreiche Gemeinschaft. Was haben wir denn da? Logitechnik. Ah, die mittlere Kuppel. 4.500. Hilfreiche Gemeinschaft, auch das ist gut. Überlege, ob wir, wenn wir das gleich fertig haben, dann die mittlere Kuppel schon erforschen, weil die ist schon einfach deutlich, deutlich besser als die Kleine hier. Research complete. Ja. Das, die kostet dann aber auch 25 Poly mehr und die kostet, glaube ich, auch Poly mehr als Wartung. Ne? So weit sind wir einfach noch nicht. Nee, wir lassen es erstmal so. Wie es ist, können wir dann ja auch noch recht schnell mal durchboxen. Upgrade für Feuchtigkeitsoperatoren, aber auch das kostet Poly mehr. Ne? Ja. Wir brauchen, glaube ich, eine Poly mehr Fabrik, aber wir brauchen erstmal mehr Bewohner. Sector scanned. Anomaly found. Sehr schön, wir können gleich mit der Forschung weitermachen. Anomaly analyzed. Und dann machen wir erst wieder das, wo wir neue Sachen bekommen. 1500 Forschung erhalten, das heißt, wir haben ja hier auch schon wieder die Hälfte. Sehr schön. Erstmal sollten wir die eine Kuppel vernünftig bevölkern, bevor wir eine zweite bauen. Ne? Da kann der Rover gleich nochmal wieder helfen. Dann kommen wir. Es bringt einfach nicht. Ich bin immer wieder gewillt, weil ich das noch gewohnt bin, nur eine Rakete zu haben. Und wenn man sie losschicken kann, kann man sie losschicken. Aber ich habe eben eine in Reserve, wenn ich kurzfristig was brauche. Und solange kann ich die auch einfach stehen lassen. So. Ich hoffe, dass wir jetzt nochmal einen guten Durchbruch bekommen. Anomaly analyzed. Ne, haben wir wieder nicht. There's more to the barren environs of the red planet than me. Da. Bohnenfabrik, okay. Aber auch dafür brauchen dann elektronische Geräte. Lagerkapazität von Wasser, Sauerstoff und Strom um 50% erhöht. Sehr schön, aber eben auch schön teuer. So. Du darfst zurück tanken. Wir haben gleich schon wieder eins voll. Wollen wir noch eins? Auch die hier sind gleich wieder voll. Das heißt, auch hier müssten wir eigentlich erweitern. Also, was mir sehr gut gefällt, sind die Stirling-Generatoren. Also Wartung ist einfach das Wichtigste in diesem Spiel. Und ja, so Kuppel-Bioscaping. Ah, Wohnorte innerhalb von The first colonists are all gamblers coming to Mars. It's the ultimate roll of the dice. Glücksspieler, okay. Ja, okay. Will ich mal eben schauen. Okay, warum haben wir dann... Hm.
immer noch hier Komfort 50? Verstehe ich nicht. Oder haben die Apartments nicht sogar einen höheren Komfort als die Wohnquartiere? Bin mir da nicht mehr sicher. Sector scanned. Anomaly found. Noch eine Anomalie, sehr schön. Natürlich hier nochmal wieder ein bisschen was hinzufügen. Am besten Sachen, die nicht so teuer sind, damit wir die. Ja, dann machen wir mal die Apartments. Ja, wir machen erst die Apartments und dann die Polymerfabrik. Schalte den Farm- und Hydrokultur neue Nutzpflanzen frei, die bessere Erträge liefern. Ja, das ist natürlich auch gut, aber 7000 ist noch so verdammt viel. Schafft er das? Ich denke nicht. Schicken wir jemanden, der aufladen kann zur Verstärkung. Vehicle battery low. Schöpftes Vorkommen. Oh, okay. Dann weg damit. Dann bauen wir gleich einen neuen. 124, da kann man mit leben. Sicherlich hier irgendwo noch mehr bekommen, aber sollte schon passen. Und danach muss er aber unbedingt mal wieder voll tanken zurück. Vehicle battery low. Ja, breakthrough discovered. So, ein Durchbruch. Automatisiert. Ja, sehr geil. Geiler konnten wir es nicht kriegen. Achso, nee, das ist. Ah, doch nicht. Ich habe das jetzt verwechselt. Ich dachte, das wäre der. Das ist trotzdem sehr gut. Ich dachte, das wäre der Durchbruch, wo wir. Da habe ich mich vertan. Wo die Extraktoren keine Arbeiter mehr brauchen und wir die dementsprechend überall platzieren können. Das ist wahrscheinlich der stärkste Durchbruch, den man kriegen kann mit den Extraktoren. Aber nee, dieser ist auch gut. Weniger Leute in den Fabriken. Das passt schon. Sector scanned. Anomaly found. Jetzt haben wir schon 6 Exportgüter. So, warten wir eben, bis er wieder vollgetankt ist und dann geht es weiter. Das ist runter. Oh, 7 Poly mehr. Das ist natürlich auch schön. Hätte allerdings vermutet, ich kann mich noch an keine Katastrophe erinnern, die wir hier gehabt haben. Oder haben wir schon. Also gerade wenn wir viele Meteoriten haben, hätte ich auch gedacht, dass es ein paar Meteoritenstürme gibt, aber ich wüsste so, ich kann mich an keine erinnern. Oder war im Auswahlbildschirm auch irgendwo eine Anzahl der Katastrophen, die es gibt. Da habe ich jetzt nicht so drauf geschaut, wenn ich ehrlich bin. Noch 10 Stunden, dann haben wir hier. Ja, das ist auch dann jetzt ein guter Zeitpunkt, die Rakete loszuschicken, weil dann kommen wir gleich ein paar Leute mehr einfliegen und dementsprechend dann auch ja, müssen wir wieder eine in Reserve haben für was auch immer. Noch 6 Stunden. Cable fault reported. So viele Kabelfehler, das geht gar nicht. Thank you.
Sector scanned. Nochmal 29 Metalle. Noch eine Stunde. We've analyzed material from the anomaly, and it completely validates our hypothesis on abiogenic petroleum. Physik oder Ingenieur? Tja. Ich nehm mal. Keine Ahnung, den Physik. Ordnungsbonus. Ja, da sind wir gerade dabei, 2700. Wäre wahrscheinlich egal gewesen, obwohl Ingenieur haben wir bislang, glaube ich, noch einen weniger erforscht. Ist egal. This will go down in history. Wir haben es geschafft. Ich mach mal eben langsamer, um zu schauen, haben wir noch irgendwo eine Anomalie? Ne, aktuell gerade nicht. Dann kann der zurück zum Laden. Wir können die nächste Passagierrakete losschicken, aber natürlich möchte ich erst noch mal wissen, wir können Botaniker gebrauchen, Mediziner, Offiziere, Geologen, eigentlich alles außer Wissenschaftler und Ingenieure. Jo. So. Was haben wir? Wissenschaftler, Ingenieure, Botaniker. Mediziner, Botaniker. Mediziner, Offizier, Mediziner. Botaniker, juhu, ein Geologen. Noch mehr Botaniker brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Und noch ein Mediziner, ein Offizier. Na komm, und dann noch ein Botaniker dazu. Weil es so schön war. Und los geht's. Wir haben hier Platz für 28. Das heißt, eine oder noch eine weitere Rakete macht keinen Sinn. Aber es macht dann auch keinen Sinn, darin noch was umzubauen auf Apartments. Das im Umkehrschluss bedeutet, wir könnten eigentlich auch schon unsere nächste Kuppel planen. Was machen wir in der Kuppel? Vielleicht planen wir die hier, damit wir dann, wenn wir das erforscht haben, an die tiefliegenden Metalle rankommen. Machen wir hier. Ja, ich glaube, wir planen hier eine weitere Kuppel. Können wir dann ja so bauen, wie gut an beide rankommen. Ja. Können unsere Drohnen da schon mal parallel dran arbeiten. Genug Strom. Hey, Strombedarf 100. Ach so. Ist das, weil die hier alle aufladen oder? Ja. Sieht wohl so aus. Noch haben wir genug Wasser, dass wir die Upgrades noch nicht. Oh, ja, wieso haben wir nur noch zwei Polymere? Welche unserer Gebäude verbrauchen Polymere? Oder habe ich die für irgendwas verbaut? Ah, die Kuppel, ne? Ja, klar, okay, alles gut. Sector scanned. Anomaly found. Okay. So,
Jetzt geht's hier unten weiter. Aber auch überall ein Bonus. Alles eigentlich. Also die nächsten müssten eigentlich alle halbwegs flott gehen. Funding received. Oh, das ist schon fertig. Das ging ja schnell. Na gut, wir haben auch alle Ressourcen hier. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. Hä, die ist nicht mal angeschlossen. Wie können wir dann? Na gut. Bin ich dann noch von der... Okay. Eigentlich sollte ich dann, wenn das gleich fertig ist, die Apartment-Forschung als nächstes machen. Ich würde nämlich hier gerne Apartments dann drin bauen. Breakthrough discovered. Durchbruch. Phoenix-Projekt. Was ist denn... Phoenix-Projekt. Kenne ich das schon? Ach so. Das ist eigentlich sehr gut. Ja. Nicht nur eigentlich sehr gut, das ist sehr gut. So, unsere Rakete. Ja. Sector scan. Lassen wir mal hier landen. Keine Ressourcen, keine Anomalien. Kann man fast zugucken, da sind schon 20% von gescannt. New colonists have arrived. Jo, weitere Kolonisten. Juhu. Aber jetzt 24, der Komfort steigt auch langsam. Ah, jetzt ist er auch 65 für diese Leute, okay. Haben wir das denn erforscht schon? Wo war denn das? Das gab doch irgendwo eine Forschung, dass Farmen den Komfort erhöhen. Welche war das denn noch gleich? Ah, hier dieses war das, glaube ich, ne? Biomtechnik, ja, aber 4.500. Puh, das ist auch nicht wenig. So, wie viele haben wir denn jetzt hier drin? 3 Arbeiter. Auf jeden Fall würde ich das jetzt gerne so einstellen. Wir haben so viele Botaniker, dass hier im Moment nur Spezialisten arbeiten dürfen. So, eigentlich müsste jetzt hier auch mal der Komfort, Luxus und Trinken. Ja, kann ich euch beides momentan nicht bieten, so leid es mir tut. Sector scanned. Anomaly found. Anomalie. Forschungspunkte. Hm. 390, da werden wir genauso schnell durchfliegen. Ist schon wieder betankt? Das ging schnell. Unser Transporter kommt überhaupt nicht hinterher, die ganzen Metalle einzusammeln. Auf jeden Fall schon mal nächste Lager bauen. Ja. Research complete. Eigentlich würde es ja Sinn machen, in dieser Fabrik eine Maschinenatomakkumulator. Wir haben 9 Polymere. Wir brauchen allerdings ja auch Wartung. Milestone achieved. Ja, und da wir unseren ganzen Strom mit Zellengeneratoren Anomaly analyzed. Bringt uns ja noch momentan gar keine Anomaly found. Moment, jetzt war es ein bisschen viel. Atome, guck mal, das ist klar. Erstes Neugeborenes, Juhu.
Sehr schön. 1250 Punkte. Und wir haben noch eine neue Anomalie gefunden. Perfekt. Weiter geht's. Interessant, dass wir einen, hier Kinder bekommen haben. In dieser Kuppel. Weil eigentlich. Ach, Geburtenschwelle 55 kommt vor. Ich dachte immer, das wäre 70. Okay. Vielleicht sollte ich allerdings jetzt hier. It's not every day that we have the luxury to choose from what Mars has to offer. Reiches Metallvorkommen, Edelmetallvorkommen. Tja. Ich glaube. Tendiere eher zum Edelmetallvorkommen. So, ich wollte eine Kindertagesstätte bauen. Eine Schule ist ein großes, die kann man nicht bauen. War dafür sehr hoch. Wir haben gerade nichts für dich. Du darfst tanken. Okay. So, wir können von dem langsamen Tempo wieder weg. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, bevor wir die neue Kuppel in Betrieb nehmen, sind Stirling-Generatoren. Und zwar. Oh, deutlich mehr als einen. Das ist schon mal sicher. Brauchen ja alleine, die braucht schon 15 Strom, ohne dass irgendwas. Humankind might be on the verge of a new golden age. And we have to be the ones who ride the crest of that wave. Technologien bis so 100 aktuell erforschte Technologien 18. Okay, ich habe fast die Hälfte. Allerdings werden die Technologien, die jetzt kommen, brauchen ja auch mehr Forschungspunkte. Also. Will ich mal sagen, ich lieg nicht unbedingt gut in der Zeit. Aber ist auch nicht aussichtslos. Sektor scanned. Das sind wieder nur Metalle. Mensch, ich brauche Forschung. Also Anomalien meine ich. Weil ich mehr. Hier. Brauche. Mehr Durchbrüche, jede Menge. Was haben wir denn hier dazu bekommen? Nuklear- und Fusionsreaktor. Hilfreiche Gemeinschaft. Was? So, wir reihen das mal mit an das Phoenix-Projekt. Kaufe ich schon Stirling-Generatoren oder noch nicht? Was brauchen wir denn nochmal? Wir haben doch schon die Forschung für die. Da ist es Polymerfabrik. Braucht dann Maschinenteile, okay. Und wo war die Maschinenteilfabrik? Die hatten wir doch auch schon, ne? Elektronikfabrik. Ne, das war hier irgendwo. Oder? Irgendwo habe ich das schon gesehen. Da. Maschinenteilfabrik. Und zwei elektronische Geräte. Ja, da kann man besser erst die Polymerfabrik bauen. Ja.
Damit wir nämlich mehr Stirling-Generatoren bauen können. Die elektronischen Geräte, die wir dann brauchen, können wir kaufen. Aber Polymer kann man recht einfach herstellen. Da braucht man nämlich letztendlich, wenn man genug Feuchtigkeitsvaporatoren hat, nur Strom. Weil Polymer, wenn ich das noch richtig habe, braucht Wasser und Treibstoff. Und ja, Treibstoff erzeugen wir aus Wasser und Strom und ja. Während wir für die elektronischen Geräte eben Edelmetalle brauchen, die wir umbauen. Aber ich denke, die nächsten Stirling-Generatoren werden wir auf jeden Fall noch kaufen und nicht einfliegen. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle wieder ein Ende. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall diese Kuppel hier in Betrieb nehmen. Da werden wir auch dann höchstwahrscheinlich eine Maschinenteilfabrik kaufen, die wir hier bauen, genauso wie hier Apartments rein sollen. Und ja, werden außerdem eine Polymerfabrik bauen. Die wird dann allerdings auch hier dazu kommen. Da muss man schauen. Also eigentlich möchte ich lieber erst die Polymer und dann Maschinenteilefabrik, aber das überlege ich mir noch. Sector Scan. Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Danke und bye bye.